Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir heute hier sein können. Mein Name ist Alexander Banse. Ich bin bei Schott Pharmaceutical Systems verantwortlich für den Bereich Global Operations. Den stellen wir nachher noch ein bisschen genauer vor. Und zusammen mit meinem Kollegen Oliver Menden, dem Operational Excellence Team weltweit arbeitet, möchte ich Ihnen jetzt unsere Erfahrungen der letzten 6 Monate näher bringen mit der Qatar-Einführung, mit dem bevorstehenden weltweiten Rollout. Letzten Endes aber mit Ihnen auch mal Hürden und die nächsten Schritte teilen, was wir so erlebt haben. Und da Bilder und visuelle Eindrücke deutlich mehr sagen können als viele Worte, nutzen wir die Gelegenheit und zeigen Ihnen jetzt mal in 2 Minuten 45 einen kurzen Imagefilm über unser Unternehmen. Es liegt in der Natur des Menschen, Neues zu entdecken, Unbekanntes zu erforschen. Wir hören nie auf, weiter voranzugehen. Und jedes erreichte Ziel inspiriert uns für die nächste Herausforderung. Schott, ein führender Experte für Spezialglas. Seit über 130 Jahren treibt uns die Leidenschaft an, einem der faszinierendsten Materialien der Welt immer neue Eigenschaften zu entlocken. Glas. Diese Faszination hat uns geholfen, eine einzigartige Expertise aufzubauen. Wir schaffen Innovationen und meistern größte Herausforderungen, damit unsere Kunden ihre Visionen verwirklichen können. Wir leben Innovation und ermöglichen Erfolg. Wir erfinden Glas mit seinen vielfältigen Eigenschaften immer wieder neu. Wir biegen Glas. Rollen es auf und ab, verbinden es mit Metall, lassen es leuchten, machen es rund, verwandeln es in Pulver und machen es so dünn, wie Glas nur sein kann. Unsere Lösungen ermöglichen Autoherstellern, jede Fahrt sicherer zu machen. Supermärkte werden energieeffizienter. Hausgerätehersteller können eindrucksvolle Küchen gestalten, die zum Mittelpunkt des Lebens werden. Wissenschaftler können faszinierende Details entdecken. Und Algen-Mikroorganismen wachsen noch effizienter. Pharmaunternehmen bringen hochwirksame Medikamente sicher auf den Markt. Und Zahnärzte machen jedes Lächeln noch schöner. Elektronische Geräte werden zu verlässlichen Begleitern. Und Astronomen blicken präziser ins All als jemals zuvor. Gemeinsam fordern wir das heutige Denken heraus. Was ist Ihr nächster Meilenstein? Schott. Glass made of ideas. Ich kann Ihnen sagen, nach dem Vortrag, was mein nächster Meilenstein ist. Und das hat sehr viel mit Qatar zu tun. Sie haben schon gesehen, Spezialgläser, 130 Jahre, die wir auf dem Markt sind. Das ist sehr viel Neugier, da versteckt sich sehr viel Innovationskraft dahinter. Und was ich Ihnen noch sagen möchte, ist, Schott ist ein Stiftungsunternehmen. Wir gehören zur Carl Zeiss Stiftung, sind also nachhaltig und deswegen, sage ich mal, finanziell unabhängig aufgestellt. Und einige wenigen Kennzahlen noch. Ich sagte schon, am Ende des Tages großer Mittelständler. Wir haben 7 Geschäftsbereiche, machen 2 Milliarden Euro Weltumsatz und dürfen uns den Luxus leisten, dass wir den größten Teil unseres Gewinns, neben dem, was wir an die Stiftung für gemeinnützige Zwecke abführen, auch wieder in das Unternehmen reinvestieren können. Wir haben 15.000 Mitarbeiter, davon 5.200 in Deutschland und wir sind in 35 Ländern aktiv. Den Bereich, den Herr Menden und ich vertreten, das ist der Bereich Pharmaceutical Systems. Wir sind die größte BU, wie wir das nennen, im Schott-Konzern. Wir haben 16 Produktionswerke in 13 Ländern, mehr als 4.000 Mitarbeitern inklusive Joint Ventures. Und wir stellen jedes Jahr mehr als 10 Milliarden Ampullen, Pharmaverpackungen, also Fläschchen, Kapulen und Spritzen her. Und wenn Sie sich eine Sache merken möchten, die im Prinzip am besten beschreibt, was wir tun,
dann können Sie sich vorstellen, dass jede Sekunde in der Welt 1200 Menschen irgendwo eine Injektion erhalten. Meistens sind es Impfungen oder eben eine Spritze mit anderen Medikamenten. Und 400 von diesen Glasverpackungen werden von Schott auf dieser Welt hergestellt. Also wir sind sehr, sehr breit, sehr, sehr global aufgestellt. Und wenn Sie sich das Portfolio nochmal anschauen wollen, das sieht jetzt ein bisschen kompliziert aus, man kann das vergrößern, dann kann ich Ihnen sagen, wenn Sie bei uns Marathon laufen wollen, dann können Sie das mit Qatar machen. Sie können aber auch einfach ein Fläschchen kaufen, in dem EPO drin ist. Und wenn Sie das oft genug nehmen, dann laufen Sie automatisch Marathon und dann brauchen Sie die ganze Qatar dafür nicht. Ja. Also. Gut, so viel mal zu, sagen wir mal, Schott und unseren Produkten. Hier beginnt jetzt tatsächlich mein erstes Dilemma. Ich bin verantwortlich für ein globales Produktionsnetzwerk. Wir sind überall da, wo der Kunde auch ist, also wo der Pharmazeut letzten Endes Wirkstoffe und Medikamente abfüllt. Und natürlich haben Sie in diesem globalen Produktionsnetzwerk sehr viel Heterogenität, aber Sie haben immer wieder eine große Herausforderung. Und diese große Herausforderung ist die Produktivitätsentwicklung. Das ist letzten Endes das, wofür wir in Operations verantwortlich sind. Wir müssen die Produktivität weltweit nicht nur messen, wir müssen sie jedes Jahr voranbringen. Also auch mir geht es so, dass mein Chef, wo ist der Kollege von Lufthansa, dass mein Chef auch immer sagt, jedes Jahr, das ist unsere Zielgröße, das wollen wir erreichen. Wir sagen, wir wollen die globale Inflation kompensieren durch den Produktivitätsfortschritt. Das ist also unser Ziel. Und das messen wir auch. Das messen wir auch in Euro. Und um das besser zu machen, haben wir vor vielen Jahren Lean eingeführt, weltweit, und diesen Erfolg dieser Lean-Einführung über die Jahre auch stetig gemessen. Wir haben also einen Lean-Check, auch ein Lean-Monitoring-Tool, über das wir nutzen. Sie sehen hier mal aufgetragen, einfach in grau, als im grauen Balken, den Lean-Check des Vorjahres. Das ist also ein beliebiger Indexwert. Und Sie sehen den aktuellen Lean-Check und hier sehen Sie, das machen wir in 12 Werken. Wir schauen uns das an. Und was Sie sehen, wir kommen voran und alles ist wunderbar. Wenn Sie das jetzt gegen die reale Produktivitätserreichung spiegeln, die habe ich Ihnen hier unten aufgetragen, hier sehen Sie wieder die 12 Werke, dann ist das der Produktivitätsfortschritt in Euro, den das Werk geplant hat, und Sie sehen die tatsächliche Zielerreichung. Gut, jetzt mögen Sie argumentieren, einige sind ein bisschen besser, andere sind ein bisschen schlechter, einige planen gut, einige planen nicht so gut, aber da gab es vielleicht irgendwelche Änderungen im Portfolio. Am Ende des Tages, was mich natürlich interessiert in meiner Rolle ist, wie sieht das global aus? Und das sieht so aus. Und das ist etwas, was uns dann, als wir das gemeinsam mit dem Team diskutiert haben, dann doch schon etwas nervöser gemacht hat. Denn wenn Sie zurückgehen und sagen, Ihr Lean-Score steigt in allen Werken an, dann scheinen Sie ja vielleicht alles richtig zu machen. Sie mögen jetzt argumentieren, gut, man kann Lean auf verschiedene Arten einführen, vielleicht nehmen Sie ja nur die Tools und vieles, vieles mehr. Aber tatsächlich ist es doch so, das Ganze, was wir machen, zu machen scheinen, ist nicht nachhaltig. Es ist nicht nachhaltig genug, denn wir alle wissen, dass man Produktivität jedes Jahr aufs Neue heben kann und dass, wenn man die Mitarbeiter dazu anhält und das, sagen wir mal, zu einem wirklich sich selbst erhaltenden Zirkel wird, dass die Ideen nie ausgehen. Und wir wissen auch natürlich, dass wir diese Produktivitäten, die wir uns als Ziel setzen, dass wir die auch tatsächlich holen können. Noch vor einem Jahr hätte mich jetzt das sehr nervös gemacht. Das ist nämlich meine Lernzone, meine persönliche Lernzone. Ich kann Ihnen sagen, ich wusste auch nicht, wie wir dahin zurück sollten. Und dann haben wir uns mal zusammengesetzt und haben gesagt, wie gehen wir denn jetzt mit diesem unbefriedigenden Zustand für uns um? Also das System scheint zu wirken, aber nicht in der Richtung, wie wir es haben wollen. Also die Zielentfaltung auf gut Deutsch funktioniert nicht. Ja, und da haben wir halt mal analysiert, was wir eigentlich tun. Und da kommt jetzt, sagen wir mal, das Thema Qatar ins Spiel. Qatar als Wunderwaffe, neue Fähigkeiten zu entwickeln. Die Frage haben wir uns gestellt. Wir haben analysiert, was wir immer tun. Denn wir haben zum einen die Experten an der Arbeit, sagen wir mal, die klassischen Kaizen-Workshops, die klassische Ebene, die letzten Endes die Verbesserungen macht. Und wir haben auf der anderen Seite die Leute, die das Tagesgeschäft betreiben, die sich um den Kunden kümmern, die immer hektisch sind, weil sie sagen, für dies und jenes bleibt mir jetzt keine Zeit mehr, der Kunde geht vor. Und vor allem, Mensch, das ist nicht Bestandteil meiner Zielvereinbarung, was du da gerade von mir willst. Wir können also schon sagen,
da ist sicherlich eine deutliche Mauer zwischen diesen beiden Welten, zwischen der Verbesserungswelt und zwischen der, die das Tagesgeschäft betreibt. Und die Idee ist naheliegend. Wir haben gesagt, wenn die schon immer, sagen wir mal, meckern, die halten sich nicht an Standards, das ist nicht nachhaltig oder am Ende das Headquarter will das so, dann werden sie diesen Konflikt sowieso nie auflösen können. Das wird einfach nicht funktionieren. Und nochmal, mein Dilemma ist, das haben sie nicht nur in einem Werk, das haben sie weltweit. So, die Herangehensweise muss natürlich lauten, dass die Verbesserung im Tagesgeschäft von selbst passiert, dass die Mitarbeiter nicht auf irgendwelche Zielvereinbarungen schauen, die letzten Endes rein extrinsisch motivieren, mit monetären Anreizen, sondern sie wollen etwas schaffen, etwas erhalten, das nicht nur nachhaltig wirkt, sondern das auch die Mitarbeiter intrinsisch motiviert am Arbeiten oder zum Arbeiten bringt. Und das war eigentlich unser Hauptpunkt. Wir wollten ein System haben, das sich selbst erhält, aber das vor allem gut mit Menschen ist. Gut mit Menschen. Heute Morgen kam ein Beispiel über Command and Control. Das ist genau das, was wir nicht mehr wollen. Ja, wir können deswegen trotzdem nicht die Ziele aufgeben. Wir dürfen nicht von den Zielen ablassen, die wir uns von oben gesetzt haben. Das ist ganz klar. Das bedeutet, die Verbesserung muss ins Tagesgeschäft überführt werden. Sie muss uns in Fleisch und Blut übergehen. Wir brauchen unsere Breakthrough Objectives, unsere Langfristziele. Und natürlich gibt es Ziele von oben herunter, die runterkaskadiert werden. Das Was wird nicht in Frage gestellt. Aber wenn wir das Catchball-Spiel spielen und von unten dann hoch, letzten Endes kaskadieren wieder nach oben, was erreichbar ist, dann haben wir einen Bottom-up-Plan und können im Prinzip auch sehen, was wir erreichen können und vor allem, wie wir das erreichen können. Das war für uns der Auslöser, zu sagen, wir ändern zwei Sachen. Erstmal, wir ändern die Planungszyklik als solche, wie wir auch mit den Werken umgehen, auch die Form, wie wir kommunizieren. Das ist in diese Richtung überführt worden. Wenn wir aber dann an die Verbesserung als solche reingehen, da führen wir Cutter ein. Und was wir da gemacht haben, das zeigt Ihnen jetzt Herr Menden. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite aus. Freut mich wirklich, hier zu sein. Ich weiß noch, beim dritten Cutter-Praktikertag saß ich selber im Publikum passiv und inzwischen dürfen wir hier vorne stehen und selber unsere Erfahrungen teilen. Das macht mich oder motiviert mich wirklich. Ich möchte kurz inhaltlich vorstellen, was wir dann gemacht haben. Also zunächst noch hier. Es ist eben das Ziel, Verbesserung Tagesgeschäft, die Verbesserung ins Tagesgeschäft zu überführen und am besten jeden Tag an jedem Prozess Verbesserungen betreiben zu lassen. Was haben wir konkret gemacht? Also du hast es kurz eben erwähnt. Planungs-Catchball haben wir gespielt, weil wir einfach gemerkt haben, dass diese Ziele zwischen dem Operationsleiter und den Werken und auch innerhalb eines Werkes nicht gut abgestimmt sind. Und darüber hinaus noch Sales, Supply Chain und Quality. Diese Ziele passen noch immer nicht gut zueinander. Wir haben gesehen, da verlieren wir relativ viel Energie, um diese Fehler in der Planung unterjährig wieder auszugleichen. Deswegen haben wir in diesem Jahr etwas anderes gemacht. Wir haben relativ klar vorgegeben, Absatz in Stück bis 2020. Sie können sich vorstellen, wie schwierig es ist, einem Vertriebsleiter die Zahlen bis 2020 aus der Nase zu ziehen. Das haben wir versucht und auch geschafft in dem Fall. Und wir haben das sogar runtergebrochen auf die Werke. Also wir haben eben von der Anzahl Werken gehört und wir haben das versucht, produktspezifisch auf die Werke runterzubrechen, sodass wir den Werken eine Prognose zumindest sagen konnten, bis 2020 könnt ihr die und die Stückzahl erwarten. Darüber hinaus gab es relativ harte Produktivitätsziele. Anhand der COX haben wir das abgeleitet. Die OEE, für uns einer der führenden Kennzahlen, haben wir aufgrund des Maschinenparks und auch aufgrund des Produktmixes jeweils für jedes Werk individuell als Ziele formuliert. Und natürlich gibt es auch Investmittel, die einerseits von JOT selber natürlich limitiert sind, aber eben andererseits auch Rahmenbedingungen wie strategische Investitionen in China etc. erfüllen müssen. Das haben wir für jedes Werk spezifisch in der sogenannten Guideline zusammengestellt und das runtergegeben an die Werke und gesagt, hier, das ist eure Planungsgrundlage. Und diese Planungsgrundlage wurde dann in den werkspezifischen Planungen verwendet. Wir nennen das Blue Sky Workshop, wo man sich wirklich einmal im Jahr zusammensetzt mit dem gesamten Management-Team und aufplant, wie man diese Werksziele erreichen möchte.
rausgekommen nach etwas Diskussion und hin und her und einer gewissen Reibung, kam eben vom Werk zurückgemeldet oder von den einzelnen Werken zurückgemeldet, welche Kapazität jetzt wirklich geplant wird für die, bis zum Jahr 2020. Für uns noch wichtig, welche Plätze es noch frei gibt, um eben auch Expansion planen zu können und die Maschinenplanung zu machen. Und auch das, was Sie unter dem OEE als Ziel verstehen. Und das Wesentliche noch, wie Sie diese Ziele erfüllen wollen, eben diese Verbesserungsaktivitäten. Alexander hat es eben erwähnt, wir haben das sogenannte Lean Monitoring Tool schon 2010 eingeführt. Vierteljährlich wird das von den Werken an uns reported. Und da ist zum einen die zeitliche Planung, aber auch die finanzielle Planung pro Aktivität hinterlegt, sodass wir da einen relativ guten Überblick haben, welche Aktivitäten in den einzelnen Werken laufen. Dann ein glücklicher Zufall, kann man sagen, kam der Herr Aulinger und wir haben in einem gemeinsamen Workshop, bis dahin sind schon die Kata, die Einführungstrainings gelaufen, aber dann, das war Juli, in einem gemeinsamen Workshop für ein Werk, das wirklich mal durchgespielt. Und das Besondere hier an diesem Workshop, ich glaube, wir waren 18 Teilnehmer insgesamt, dass es dieser Mix war aus den Werkleitern, Alexander war dabei, Global Operations Leiter, Operation Excellence Leiter, und dieses Team aus Werksleitern, Produktionsleiter, Lean Manager, die haben wir alle eingeholt in ein Werk und haben mal diesen Zielentfaltungsprozess mit ihnen durchlaufen und wirklich vom Werksziel über die zunächst Wertstromanalyse und dann die radikalen Experimente ein Wertstromdesign gemacht. Glücklicherweise haben wir eine relativ einfache Fertigung. Hier sind nur zwei Wertströme, mit denen wir uns beschäftigt haben. Ich habe eben 32 gehört, das ist der Wahnsinn. Also wir waren noch recht einfach dabei und dann für die Wertstromschleifen auch wirklich mathematisch hergeleitet, was für Ziele es gibt. Und dann daraus relativ einfach, das kam sozusagen von alleine, die Prozessziele gehabt. Dumm, da waren sie. Okay. Und erstmalig in meinen Augen, und alle haben das Feedback nachher gegeben, wirklich eine klare Antwort auf, was machen wir eigentlich, um diese Werksziele zu erreichen, gegeben. Ja, und für jeden erklärbar. Die Wand hängt bis heute. Wir haben auch einen Raum eingerichtet. Und jeder, der jetzt in die Kata mit reinkommt, dem kann man ganz leicht erklären, guck mal, das, was du machst, hat die und die Auswirkungen und das dient dem und dem Ziel im Werk. Und das ist eine relativ gute Möglichkeit, um das zu erklären. Mathematisch schlüssig, darauf haben Sie bestanden. Das hat uns am Anfang ein bisschen genervt, aber ich glaube, es muss sein. Und was auch passiert, steigende Nachfrage haben wir jetzt in einem Bereich gehabt, dass die Wand auch abgedatet wird. Also es ist auch, wir arbeiten mit der Wand. Ja? Wie geht es weiter? Das Bild haben wir jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesehen, aber wir machen das eben auch in diesem Werk in Mülheim, diese Coaching-Kaskade, die läuft jeden Tag, seit Juli bis heute. Es gibt natürlich ein paar Lücken. Hier war ein Betriebsurlaub zum Beispiel, da läuft natürlich nichts. Aber es steht für jede Karte steht ein Coaching-Gespräch. Wir haben die auch ein wenig erweitert nach dem Training. Das sind jetzt aus diesem Standort die Leute. Und das Besondere ist eben hier, dass auch der Global Operations Leiter relativ regelmäßig die Meetings mit dem Werkleiter hat und auch da ein Coaching-Gespräch führt. Das haben wir simuliert in unserem Training damals, indem er einfach in den nächsten Raum gegangen ist und über Telefon das gemacht hat. Und heute telefoniert er auch. Ne? Also es ist noch kein Skype-Meeting oder sowas, es ist einfach ein Telefongespräch. Und das haben wir eben auch gehört, dass jeden Tag über die Verbesserungsaktivitäten berichtet wird und sowohl der Werkleiter bestens informiert ist über seine Aktivitäten, dass der innerhalb von einer halben Stunde kriegt er alles mit, was im Werk läuft, und du genauso. Also das ist, ist mir letztens gesagt, dass du auf die und die Reports verzichten kannst, weil du durch diese Coaching so gut informiert bist. Richtig, ja. Genau. Ja, für mich faszinierend, wenn ich in das Werk gehe, dass ich wirklich auch beiseite genommen werde von Leuten, die als Mentee im Moment agieren und lernen und die mir dann einfach zeigen, was sie wieder gelernt haben, was sie wieder erreicht haben. Da haben wir schon ein paar zusätzlich jetzt mit drin, die einfach stolz sind über die Themen, die sie erreicht haben. Und das ist wichtig für mich, dass es eben diese inhaltliche Tiefe hat, die für uns neu ist, dass es diese Struktur hat, die einem die gewisse Sicherheit gibt, um Probleme zu lösen. Und in der Mitte für mich das Wesentliche, wie du es eben schon gesagt hast, der Mensch steht im Mittelpunkt und die Entwicklung des Menschen steht im Mittelpunkt.
Es gibt aber auch, das haben wir auch schon gehört, die Außenstehenden, die fragen sich, seid ihr verrückt, was macht ihr da? Ist das irgendwie eine Sekte? Wer hat euch das beigebracht? Ihr spinnt ja alle. Das war eine Teamassistentin, den Namen habe ich jetzt nicht hier reingemacht, aber die sagt halt einfach, sie versteht das nicht, das sieht total abstrus aus, was ihr da macht. Und wir sehen auch, und das kam eben auch schon mehrfach, und da müssen wir nächste Woche drüber reden, Herr Aulinger, dass es eben eine Doppelbelastung ist. Also Sie haben den normalen Tagesablauf im Werk und jetzt kommt die Kata mit manchen. Wir versuchen das jetzt zu erweitern und die anderen Funktionen noch mit reinzubringen, aber es muss eben einiges anderes auch wegfallen. Wir sind teilweise da, sind schon einzelne Meetings weggefallen, aber noch nicht an dem Punkt, wo diese Doppelbelastung aufhört. Genau. Okay, dann noch zwei Folien. Sonst laufen wir aus der Zeit, wie wir uns das weiter vorgestellt haben. Also was tatsächlich jetzt passiert ist, Herr Menn hat es gesagt, wir haben mit drei Werken angefangen, plus den Leuten aus dem Headquarter. Und dieses ganze System entwickelt zurzeit, diese Philosophie, dieses Managementsystem, eine unglaubliche Strahlkraft. Und genau so wollten wir es auch haben. Das heißt, wir haben mit Deutschland angefangen, erweitern das gerade auf die Schweiz und Ungarn. Und jetzt kommt China und Mexiko und sagt, zeigt doch mal, was ihr da eigentlich macht. Und tatsächlich haben wir jetzt da die nächste Hürde, das zeige ich jetzt gleich. Und natürlich wollen wir das irgendwann weltweit ausrollen. Aber natürlich geht das auch nur Stück für Stück. Das Wichtigste ist, dass wir sehen, dass wir immer wieder mit Erfolg haben, dass also die Erfahrungen, die positiven Erfahrungen, die wir haben, uns darin bestärken, unsere Einstellung zu diesen ganzen Dingen wie Fehlerkulturen, alles andere zu verändern, zu verbessern. Ich glaube, das ist das, was wir immer mit diesem Mindset haben wollen, dass sich dann auch unsere Denkweise ändert. Aber das schaffen wir nur, wenn wir den Leuten im Werk immer wieder positive Erfahrungen vermitteln. Und da bin ich auch tatsächlich dann bei sowas wie Hürden und nächste Schritte. Also was habe ich gelernt, was haben wir gelernt? Kata kann natürlich nicht angeordnet werden. Sondern wie bei jedem Kulturwandel, und das ist für mich ein Kulturwandel, müssen die Vorteile erlebt bzw. von den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfahren werden. Das heißt, nur wenn das jeden Tag wieder bestätigt wird, dass es funktioniert, dann passiert etwas, nämlich dass die Leute intrinsisch motiviert sind und von denen fragt mittlerweile keiner mehr, ob er irgendwie ein bisschen Geld für eine Verbesserung haben kann. Das passiert von selbst. Und ganz wichtig, und das gilt immer, es muss top-down vorgelebt werden. Das heißt, auch wenn ich nicht jetzt jeden Tag in die Coaching-Kaskade mit den Werkleitern involviert bin, ich glaube schon, ist es wichtig, dass ich immer wieder da reingehe und auch Interesse zeige und sage, so, wir haben die Ziele vereinbart, wo stehen wir denn? Damit halten wir das ganze System natürlich auch am Laufen. Was wir auch gelernt haben ist, das ist nichts Neues, Kultur ist Sprache, Sprache ist Kultur. In Ungarn beispielsweise haben wir zurzeit jetzt den Entscheidungspunkt, dass ohne muttersprachliche Trainer keine Möglichkeit weiter besteht, Mentees auf dem Shopfloor auszubilden und auch keine Coaches mehr. Das heißt, da müssen wir jetzt mal gucken, wo es ungarischsprachige Trainer gibt. Das Gleiche gilt für China, das Gleiche gilt letzten Endes für Mexiko. Da könnten wir sie natürlich auch einladen. Und wir haben es mal ganz, sagen wir mal, ein bisschen provokativ gesagt, Kata sein oder nicht sein, das ist das, was uns am meisten zurückgespiegelt wird. Also die Einführung von Kata steht häufig in zeitlichem, inhaltlichen Konflikt zu den anderen Betriebsroutinen. Und ich denke, dieser Konflikt, der muss einfach begleitet und auch entsprechend aufgelöst werden. Ich glaube, es ist möglich. Wir machen es gerade aktiv, aber das setzt voraus, dass man im Netzwerk dann nicht nur weitere Standorte reinbringt, sondern dass man horizontal in den Werken natürlich in die Ausbildung weiterer Mitarbeiter geht und die auch dann in dieses Kata-System reinbringt und natürlich dann auch noch mehr in die Tiefe da, wo es bereits oder wo es noch nicht geschehen ist. Ja, und was ich mir persönlich wünschen würde, ist natürlich Kata kennenzulernen für Innovation, Innovationsprojekte und Projektmanagement. Hier reden wir über die tägliche Verbesserung im Werk. Tatsächlich sind wir aber ein innovatives Unternehmen und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber bei uns ist es häufig so, dass wir Innovationen sicherlich nicht in der Zeit in den Markt bringen, wie wir es gerne hätten. Und ich glaube, auch da müsste es einen Ansatz geben, mit Kata erfolgreich sein zu können. Ja, damit sind wir am Ende unseres Vortrags. Eine Sache, die uns ganz, ganz wichtig ist, ich glaube, wir alle haben nur Spaß an der Arbeit, wenn wir Dinge tun können, die uns erfüllen, die uns letzten Endes glücklich machen. Ich kann Ihnen sagen, dass diese Coaching-Kaskade wirklich Spaß macht und die Beziehung zwischen allen Beteiligten vertieft hat. Das gilt auch für mich und kann mir heute kein anderes System vorstellen, keine andere Philosophie, wie man Verbesserungswesen kontinuierlich und nachhaltig in Unternehmen betreiben kann. Vielen Dank. Okay.